Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in Trainsim World. Wir sind mit der Class 313 unterwegs zwischen Seaford und Brighton bei einem richtig schönen Schneesturm. Mal bei schönem Wetter fahren. Langweilig ist. Okay, wir machen mal unseren Triebwagen hier bereit. Na, machst du den bitte rein? So. ABS hätte ich gern bitte an. Und einmal die Türen aufmachen. Sehr gut. Und nach vorne. Passt. Dann hätte ich noch gerne den Scheibenwischer auf schnell. Und die Spitzensignale richtig eingestellt. Schaut gut aus. Wie schauen sie hinten aus? Nice. Passt alles. Okay, die Dreierkamera hätte ich gern irgendwie so dann. Wunderbar. Und dann hoffe ich, dass mir der Wagen wegfährt. Das ist jetzt der dritte Versuch. Und irgendwie wollte er da nicht mehr fahren. So, wir müssen gelöst und gib Gas. Ups. Ja, jetzt funktioniert's. Wunderbar. Ja, Signalhorn vergessen. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier haupt ein bisschen pünktlich sind. Das wäre zumindest das Ziel. Aber ich mag es zu bezweifeln hier beim Schneesturm. Da dürfen wir dann gleich 70 fahren. Ist ein bisschen schade, dass auf dieser Custom-Lackierung kein Schnee drauf bleibt. Sieht so ein bisschen zu sauber aus. Ja, ich gebe dir ja schon Sand. Ja, halbe Meile, da schon wieder anhalten. Ich werde mich mindestens einmal verbremsen. So wie ich mich kenne. Man sieht halt echt nichts. Da war natürlich Streckenkenntnis nicht schlecht, ne? Ich glaube da vorne. Ja, das sieht nach Bordsteig aus. Guten Tag, herzlich willkommen beim Lion Squad Express. Schauen, ob das vom Wetter her noch ein bisschen besser wird. Dynamisches Wetter ist an. Oh, ich weiß gar nicht, ob das voll unterstützt wird auf der Strecke. Es geht ja nicht bei allen. Was ich irgendwie nicht verstehe. Aber ist, wie es ist. So, Tür auf. Und angeblich soll es bei gewissen Stationen Ansagen geben. Da bin ich auch gespannt, ob wir die hören werden. Könnten wir eigentlich das hier machen? Ja, wir könnten irgendwie selber so mitfahren, aber sehen ja sowieso nichts. Naja, okay. Lass mal die Cam vielleicht zu. Ja, Leute, mir das Gas geben. Ich fahre hier gleich weg. Da wird nicht gewartet. So, geh zu. Wunderbar. Abwasch. Oje. Der Triebwagen hat keinen Spaß mit mir. Rein zum historischen Fakt. Die Class 13 sind zwischen 1976 und 1981 von British Rail gebaut worden. Gehören zu den Second Generation EMUs und waren auch die allerersten, die voll klimatisiert gewesen sind. Vorsprung durch Technik.
haben damals die 302 und die 308 Triebwagen ersetzt. Entwickelt sind sie von British Rail Engineering Limited und waren primär, wo war das? Jetzt habe ich gerade die Info. Ja, jetzt, okay. Waren auf der Strecke Bedford und Cambridge sind unterwegs gewesen und dann rund um London. So, wir sollten hier bremsen. Und ich glaube, da hätte ich hupen sollen. Gibt es in unterschiedlichen Varianten? Third Rail mit Oberleitung, gab es auch mit Gleichstrom und Wechselstrom. Es gab auch welche, die konnten Oberleitung und Third Rail machen. Unsere Variante kann nur Third Rail. Ich sollte bremsen. Ich glaube, Stufe 1 reicht. Sind mehrmals modernisiert worden, immer wieder verkauft. Teilweise sind sie sogar noch im Einsatz, aber kaum noch. So. Ich glaube, da vorne kommt dann so eine große Kurve bei dem Hafen hier. Ja, genau hier. Da bei den 20. Aber im Prinzip ist die Class 313 ein recht einfaches Fahrzeug. Ist auch von der Einrichtung her also recht einfach. Aber zuverlässig und beliebt. Deswegen hat es auch so lange überlebt. Südeli. Das sieht doch gut aus. Aha, 10:42 kommt der nächste Zug. In die Gegenrichtung. Das heißt, den müssten wir eigentlich dann sehen können. Schaut es bei uns aus. On time, 31. Der nächste in einer halben Stunde. Na, immerhin. So weit weg vom Schuss, alle halbe Stunde ein Zug. Kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, sollte man dann gleich mal Fullspeed geben können. Zumindest für den Moment. Wir dürfen ja überall anhalten. LOL. Ja, mein Schiffer hat. Will das dir auch mal Hallo sagt? New Haven Town. 500 Yards. Wird ja gleich da vorne sein. Dann gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Ja, alter, falscher Hebel. Ist das da vorne schon? Ja, ich glaube, sieht so aus. Wow. 500 Meter. Das bringt's ja voll. Weiß nicht, da hätte ich einen von beiden aufgelöst hier von den Haltepunkten. Södli, wären wir da. Minimale Verspätung. Ach da, der Bahnübergang ist am Nerven. Na, schauen wir doch mal ins Stellwerk rein. Wenn wir denn reinschauen können. Natürlich nicht. Aber wir können es tun, als ob wir hier der Fahrdienstleiter wären. Boah, das Gebibbel wird mir voll auf den Sack gehen als FDL hier. So. Mach dich bereit. Kann man mich Stufe 3 machen lässt. Komm, kriegst du ja schon Sand von mir.
Ah, sieht schon gut aus. Auch wenn es so viel Negatives über Chains in World zu sagen gibt, hat auch schon seine schönen Momente. Southeast, 10:37. Ja, fahren wir ein bisschen sportlich. Davon kommt auch die 70. Moinsen, Kollege. Na, hast du Spaß im Schnee hier? Maximum Schmackes. Endlich. Wir müssen in der Zeit bleiben. Ich kann eigentlich mal hier die Türen aufmachen. Was ich übrigens noch nicht geschafft habe, das ist hier das Panel zum Laufen zu kriegen. Gut, das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ich meine, das ist das Zugbegleiter-Panel da. Müsst vermutlich einen Zugbegleiterschlüssel einmachen. Bin mir nicht sicher. Na gut, gehen wir wieder rein. Sonst passieren da wieder schlimme Dinge. Das eine ist das Fenster da gekippt. Ne, aber man könnte es kippen. Ja, gut. Ah, ich glaube, offenes Fenster wäre es für euch nicht so angenehm, wenn es die ganze Zeit so am Rumrauschen ist. Aber es wäre irgendwie ein cooler Trick, wenn hier das Schneeregen da ein bisschen weggeht, wenn man es runter und wieder rauf macht. Genauso laut. Nein, ich mache jetzt die Tür nicht auf, sonst gibt er mir vermutlich noch eine Zwangsbremse. Also jetzt war die damals schon so schlau. Ich bitte das zu entschuldigen, falls ich da pfeift haben über sie. Aber ich glaube, da hinten dürfte eine gewesen sein. So, ein bisschen einbremsen hier. Oh fuck. Ja, da. Da ist eine. Was sagt der Kollege? Oh scheiße, ich bin zu schnell. Brems, 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 brems. Brems! Fuck. Ja. Ah, die Zeit zu weit. Gut. Ah, fahren wir mal schnell rückwärts. Komm, fahr rückwärts. Warum fährst du jetzt nicht rückwärts? Was ist jetzt mit dir los? Geht vorwärts jetzt noch? Oh, warum kann ich dich jetzt nicht mehr... Okay. Wir setzen mal mit rückwärts. Alles klar. Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Das gibt's doch nicht. Vorwärts. Nö. Irgendwas ist jetzt im Arsch. Machen wir kurz das hier aus. Nee, mal kurz zurücksetzen hier. Also Stromhammer. Keine Ahnung, was jetzt falsch ist. Das finde ich jetzt gerade komisch. Warum fährst du nicht mehr? Okay, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz nachgucken, warum die nicht mehr fährt, was ich da jetzt gerade falsch mache. Also, bis gleich.
Okay, da bin ich wieder. Ich habe was gefunden, aber das ist eigentlich auf die Armstrong Powerhouse-Version bezogen. Von TS Classic. Mal schauen, ob das hier auch funktioniert. Da steht, in the event of an emergency brake application, you will need to wait for your train to come to a complete stop. Ja, das haben wir. You must then place the reverser in neutral, power handle lane off, make sure the brake handle is in emergency and then release. Okay, neutral ist off. Wir müssen aber in emergency drin sein. Und dann sollen wir es lösen. Okay. Und dann sollte ich eigentlich wieder fahren können. Und wir machen jetzt rückwärts. Kann ich jetzt wieder fahren? Nö, sie fährt nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Reverser in neutral, ja, war drin. Sie macht einfach nichts mehr. Ach Mann, das ist doch scheiße. Kann da nicht noch mehr machen. Ich meine, die Bremse reagiert auch normal. Nee. Macht einfach nichts mehr. Ich kann natürlich auch mal den Generalschlüssel komplett rausnehmen. Bremse reagiert drauf. Vorwärts. Nee. Macht nichts. Normal. Versteh's nicht. Okay. Was wir jetzt dann da machen werden ist, ich glaube, ich werde nochmal kurz neu laden. Und dann sehen wir uns hier bei der gleichen Stelle nochmal. Aber ich weiß jetzt gerade sonst nicht, wie ich die wieder zum Fahren kriege. Komische Sache. Also, liebe Leute, bis gleich. Okay, ich bin wieder auf der gleichen Stelle wie vorher. Ich habe die Lok einfach nicht mehr zum Laufen gekriegt. Ich habe es noch ein bisschen probiert. Ich habe im Forum nachgeschaut. Ich habe herausgefunden, dass es wohl Bremsbug gibt bei der 313, der irgendwie seit Release nicht gepatcht worden ist. Das ja, darf der Games halt, ne? Einmal rausbringen, nie wieder patchen. und zwar ist es die dynamische Bremse, die habe ich deaktiviert. ABS habe ich jetzt auch mal ausgelassen. Ich habe natürlich hier auch wieder überschossen ein bisschen. Und ich hoffe, das gleiche Problem tritt jetzt nicht nochmal auf. Ich werde einfach schauen, dass ich nicht in die Notbremse irgendwie reinkomme. Ich vermute mich, die ist irgendwie das Problem. Könnte man eigentlich hier so ein Foto machen. Screenshot Time! So, Interface wieder rein. Nee, ich mach die Türen jetzt schon zu. Okay, fahr bitte weg. Oh, Gott sei Dank. Es geht weiter. Ja, Stufe 3. Sanden. Komm, nicht rutschen. Geht doch. Und noch sind wir pünktlich. Tonung auf noch. Ja, macht jetzt Spaß mit dir zu fahren, wenn sie denn nicht so ein bisschen rumbacken würde. Also ich verstehe es wirklich nicht, warum sie nicht mehr gefahren ist. Also wenn jemand schon mal was Ähnliches erlebt hat oder sogar die Lösung dafür weiß, gerne mal reinschreiben. Also, Bremse hat ganz normal reagiert, Spannung wäre da gewesen, aber fahren ist irgendwie nicht gewesen. Schade, ich wäre jetzt eigentlich gerne mit ABS und so weiter gefahren. Ja, mal schauen, dass ich mich jetzt nicht wieder verbremse. Eine 40er Beschränkung demnächst. So, Höchstgeschwindigkeit erreicht.
Ja, sehr gut. Da geht's bergauf. Das heißt, wir bremsen schon mal ein bisschen ab. So. Tu mal ein bisschen reinbremsen. Da ist auch die 40er-Ankündigung. Vermutlich ein bisschen später machen können. Wunderbar. Warum die 40 eigentlich? Ach, weil wir da auf die Hauptstrecke wieder raufkommen. Alles klar. Jetzt gerade mit kurzen Moment mit 60 wieder. Wow. Fängt es ja voll hier Gas zu geben. Ah, das schafft man schon on time. Warum eigentlich nochmal 40? Enge Kurve oder was? Oh, sogar 20. Ach ja, enge Kurve. Alles klar. Oh, die Anwohner haben es hier richtig gut. Ich dürfte mal richtig schön quietschen in der Kurve. Oh, 20. Sollt ihr vielleicht bremsen? So, fair enough. Ich glaube, von dem Bauernhof hier auf dem Gleis da starten die Heritage-Touren. Wenn man die hier startet. Sogar 10. Ah, ein bisschen zu schnell. Hat keiner gesehen. Cool. Wir sind on time. Perfekt. Oh, ist wirklich fast perfekt. So, Tür da auf. Not in service. Du fährst also nirgendwo hin. Ist das so? Aber da ist die Türen offen. Hm, Brighton, 10.53. Schlechtes Wetter. Ah, rentiert sich jetzt gar nicht auszusteigen, um zu gucken, ob hier irgendwas zum Sammeln ist. Mein Kollege. Moderne Bruder. So, wieder rein ins Warme. Nice. Ja, komm, ich sand ja schon für dich. 4,4 Meilen. Nice. Langsame Ausfahrt hier. Limit of Shunt. Das ist aber ziemlich eng bemessen. So, ob hier können wir Gas geben. Na komm, machen wir das jetzt schon. Und Stufe 4. Max Power, komm. Nice.
hoffentlich bis Brighton. Ich schaffe einen aus. Okay. So, dann können wir jetzt hier mal eine Stufe zurückgehen. Ach, das ist ja. Moment. Unser System. Machen wir mal so. Kurz was gucken. Ach, das ist da vermutlich gemeint. Okay. So, wieder reinsitzen. Ja, die hätte ich gerne nach vorne. Jo, Maximum Schmackes. Wir dürfen Gas geben hier. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich mit meinem Problem zusammenhängt, aber wenn hier diese dynamische Bremse ein Bug ist, warum wird sowas nicht gefixt? Aber diese Warum-Frage bei DarfTech Games darf man sich eh nicht mehr stellen. Ist einfach so. Im Winter sollte diesen Heuball nicht mehr draußen sein. Aber bin jetzt kein Experte in der Landwirtschaft. So, 1,6 Meilen. Bitte nicht verbremsen dann. Einer meiner 60, das kannst du hochreden. Mit ausholen. Kurz vor der Einfahrt, der Falmer. Gut, lass uns mal rollen. Also gleich bremsen. Ich bremse mal. Sicher ist sicher. Halt kommt auch bald. Ja, vermutlich nach dem Tunnel, oder? Ich sehe nichts. Hätte die Beleuchtung anmachen müssen. Was für Führerstandsbeleuchtung? Nice. Oh, machen wir wieder aus hier. Wo ist der Bahnsteig? Da vorne. Bremse runter, Mädel. Das war schlecht gebremst. Aber ich glaube, wir schaffen es noch. Ist das irgendwie langsamer? Nice. Noch in der Zeit. Gibt es sowas zum Einsammeln, was hier ganz in der Nähe vielleicht wäre? Da. Das ist aber zu weit weg. Ich will nach Fahrplan fahren. Mein Kollege, wohin fährst denn du? Ach, Seaford. Da muss ich herkommen. Warum macht man das eigentlich mit so Sekunden danach? Warum nicht volle Minuten? Total unlogisch.
Oh, das Fenster ist wieder normal. Moin. Ach, der Blick. Ah ja, und jetzt gehst du weg, na klar. Letzten Drücker einsteigen. Oh, tschüss. Maus Kuhum oder so ähnlich. 3,50. Ja, geht auch Stufe 3. Na komm. Komm, 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 du schaffst es. Diese Scheiben sind außergewöhnlich sauber. Also ich schneide, aber die Scheiben sind sauber. Schalt mal aus hier. Ah na, jetzt kommt's wieder. Muss ich jetzt nicht verstehen. Und die wird auch wieder dicht. So, 100 Meter Leistung. Echt mal beobachten, wann es hier sauber wird. Oh, Stufe 2. Wo ist der Bahnsteig? Da sieht noch eine Kurve aus da vorne. Ja, da vorne. So, Mädel, schön reinfahren. Oh, da war kurz der Bahnsteig hier. Komm, Brems. Brems, 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 Brems. Okay, also hier, Scheibe dicht. Jetzt gehe ich mal raus. Scheibe immer noch dicht. Was habe ich denn vorher gemacht, dass es nicht dicht war? Jetzt, da ist sie super sauber. Da nicht. Warum? Das ist ein Detail, aber... Merk, wie schön, wenn es hat... Jetzt ist doch auch wieder sauber. So auch. Super sauber. Ach ja. Bis 49. Na gut, wenn es denn sein muss. Aber jetzt hätte ich aussteigen können. Ich mache das nächste Mal. Gibt erstmal einen Schluck Kaffee. Ohne Kaffee geht gar nichts bei mir. So. Zu mit den Türen. Hab's eilig. London Road. Auch eine Meile. Quasi um die Ecke hier. Tolle Sichtweite hier. Oh, 30 sogar. Und dann bleiben wir erstmal so. Moin, Kollege.
vermutlich genau auf Punkt sein jetzt. Ah, okay. Doch, das wäre gerade ein längerer Tunnel. Da ist der Bahnsteig. Bremsen. Jetzt hätte ich fast wieder Emergency Brake gemacht. Das wäre jetzt nicht so geil gewesen. So, volle Leistung. Geht schon, komm. Ah, shit. Bisschen zu spät. So schnell raus. Komm, auf. Mal was zum Sammeln hier. Schnell schauen. Sieht nicht so aus. Okay, keine Zeit. Ich muss wieder retour. Nein, das bin ich schon... Oder? Timer läuft noch. So, rein hier. Tür zu. Tür. Ja, mach die Tür schon zu. Okay, Piskowski. Mensch, bin ich einmal ausgestiegen. Wollte ich nichts einsammeln, aber Brighton hat es garantiert was. Aber das ist eh schon unser letzter Stop hier. Komm, Lok, du schaffst es. Ein bisschen Schienen polieren. Ja, das wäre auch nochmal ein Screenshot hier. Geil. Schöner Blitz. Einfahrt auf Gleis 7. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Brighton. Einfahrt auf Gleis 7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Belangt, dass wir den Lion Squad gefahren sind. Wir haben aktuell keine Verspätung. Uns wurden auch keine weiteren Unfälle gemeldet. Schon habe ich recht hatte mit rechts. Nö. Ich korrigiere mich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Irgendwann mache ich das nochmal richtig. Ah, da ist ein Szenario-Marker. Oh, Class 442. Wäre eigentlich auch nochmal witzig. Oder der ganz alte Gatwick Express. Oh, Bremsmittel. Da ist ein Brillbog. So, ein bisschen geht noch. Und Maximum Breaking. Nice. Oh, dann können wir das hier alles ausmachen, können aussteigen. Wunderbar. Raus hier. Ja, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. War ein bisschen eine Chaosfahrt. Und schade, dass ich bei der ersten Fahrt hier die Lok nicht mehr, den Triebwagen hier nicht mehr zum Fahren gekriegt habe. Keine Ahnung, warum. Aber war ansonsten eine recht entspannte Fahrt. Hätte schlimmer sein können bei dem Wetter und meinem Fahrstil. Aber hat Spaß gemacht. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder vielleicht einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet vielleicht Mitglied vom Lion Squad hier auf YouTube. Da seht ihr dann die ganzen Videos weit bevor dem, bevor es dann überhaupt für alle öffentlich wird. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.